Kopf war noch dran, gelb, okay. Ja, Mann. Moin. Das wird ein ziemlich anstrengender Stream, glaube ich. Ich habe das Gefühl, dass das hier ein ziemlich anstrengender Stream werden könnte für mich. Weil ich, vielleicht hat es einer oder andere gesehen schon in der Instagram-Story, ich werde das schöne Mikrofon jetzt erstmal in der Hand halten dürfen. Ach Mann, Alter, so ein Schmutz. Hier, der Dreck da unten hat sein Leben aufgegeben. Da ist abgebrochen. So, diese, oh, Gladbach, erste Chance, erstes Tor. Bruder, es sind 3 Minuten gespielt, ne? Es sind drei Minuten gespielt. Es ist jetzt nicht euer fucking Ernst, Mann. Es sind 3 Minuten gespielt. Weigel, Hofmann, Kone, hoch, Player. Ja, leck mich fett, hat der Freiraum in der Mitte, Alter. Sosa, Ahamada stehen nur da rum. Die eigentlichen Innenverteidiger, mal von Panos und Anton, sind gar nicht zu sehen. Der rennt da einfach frei. Der macht da mit 10 Meter Anlauf, rennt er in Richtung Elfmeterpunkten, haut das Ding da völlig frei. 5 Meter Radius, haut das Ding und flach ins Tor. Weißt du, wenn du es so verteidigst, Alter, dann ist auch kein Wunder, dass du mit der ersten Chance jedes Mal ein Tor kassierst. Meine Fresse, ist das wieder verteidigt, Mann. Muss... Oh, Stenzel, leck mich am Arsch, Alter. Heilige Scheiße, Alter. Eckball. Leck hat der sich verschätzt bei dem Ball. Leck hat der sich verschätzt. Puh. Du Scheiße. Boah, wow, ey, krank. Krank. Schöner Ball von Kramer und Stenzel. Und Müller stark, ne? An alle Müller-Hater, war stark. Was ist da jetzt? Anton liegt auf dem Boden. Benzebaini. Sag mal! Also bitte! Das ist eine klare Tätigkeit. Benzebaini und Anton stehen nebeneinander. Auf einmal holt... Also er trifft nicht so richtig, ne? Aber auf einmal holt der aus. Holt der aus und schiebt Anton weg. Jetzt kriegt der gelb! Der kriegt gelb! Ach so, na klar, der kriegt gelb dafür. Nee, war ja entspannt. Ganz normales Foul. Ja, Anton, immer noch stinkig. Ach, Bruder. Benzebaini lebt aber mal, also ich hoffe mal sehr, dass der Kollege aber mal ganz eindeutig auf Dunkelgelb gespielt. Ich hoffe sehr, dass der jetzt hier aber mal definitiv auf Dunkelrot spielt. Er hört sich was an. Ach so, na klar. Kommentator will keine rote Karte, warum auch? Bist ja auch kein VfB-Fan. Naja, Freitagabends war was anderes als Dienstagabend, also muss man schon sagen. Er schaut sich's an, Digga. Er geht raus und schaut. Also es war jetzt nicht dramatisch, also es war jetzt kein Schlag direkt ins Gesicht oder sowas, aber so wie er ausholt, da ist kein Ball da, das ist ein normaler... Ja, Bruder, also natürlich! Junge, mit dem Ellenbogen, jetzt sehe ich's erst richtig! Warum kann denn der Kommentator mit Gelb ganz gut leben, Digga, hast du schwarz-weiße Bettwäsche? Der holt ja aus wie ein Boxautomat, Junge! Der holt aus wie ein Boxautomat! Der bleibt bei Gelb! Der bleibt bei Gelb! Alter, was? Ah, ist das geil! Ich dachte, mit so Sachen kommt nur ein Franck Ribéry durch. Ja, kann man Benzebaini mit auf die Liste draufschreiben. Ist ja Wahnsinn! Die Junge, der trifft den mit dem Arm! Also er gibt ihm hier, mit dem Bereich hier, ellenbogenmäßig, holt er aus und trifft den mit dem und schiebt ihn weg. Also wenn das Gelb ist... Dann will ich wissen, was bei dem Schiri rot ist. Player Thuram 2-0. Macht wieder Spaß, der Abend. Macht richtig Spaß, der Abend. Junge, macht böse Spaß, der Abend. Sag ich, wie es ist. Macht asozial Spaß, der Abend. Benzebaini, der schon längst mehr auf dem Platz sein dürfte. Der Ball ist natürlich geil durch die Mitte, aber dass der Anton Mavropanos ihm in der Mitte auch 10 Meter Platz geben, ist er auch wieder bodenlos. Der dürfte schon gar nicht auf die Idee kommen, diesen Ball zu spielen. Aber der Raum ist ja offen. Der Raum ist ja offen. Also warum nicht? Warum nicht? Sosa, Tomasch. Schön, Tomasch! Abschluss! Ja, Tomasch! Schönes Ding, Mann! Schöne Einzelaktion! Schöne Einzelaktion! Geht doch! Einfach auch mal durch eine Einzelaktion. Sehr schön, Tomasch. Damit bestätigt er Wimmer, dass er in der Startelf ist. Damit wird Wimmer bestätigt. Sosa, ach, das ist der Assist für Sosa dann. Durch die Beine... Vorbei an Friedrich, lange Ecke. Wunderschönes Tor. Schön. Geil, Thomas. Sehr schöne Hütte. Weiter geht's. Dann ist halt meine Frage. Einfach mal ganz doof in den Raum gestellt. Alle, die sagen, das ist gelb. Was ist dann für euch rot? Was hätte er noch machen müssen, um rot zu bekommen?
Wie viel mehr Tätigkeit muss das sein, damit er rot bekommt? Ab welchem Grad wird sowas rot? Ab welchem Grad wird ein absichtlicher Schlag ins Gesicht zu rot? Absichtlicher Schlag ins Gesicht, ohne dass das Spiel läuft? Was ist denn da? Wo ist denn da der Spielraum? Wo? Gab es Ellenbogen oder Faust? Ist der haut ihm seinen Arm ins Gesicht? Rall ich nicht. Messer. Messer, Spucken, Karate-Kick, finde ich alles gut. Was passiert, Bro? Ben Sabaini hätte eigentlich in, keine Ahnung, es war 15 Minuten, keine Ahnung, hätte eigentlich rot sehen müssen. Noch eine Tätigkeit an Anton, gab nur gelb. Kopf war noch dran, gelb, okay. Ja, Mann. Was ist denn das für eine Begründung? Eine Bewegung, die man als Schlag auslegen kann. Gelb ist okay, also dürfen wir uns jetzt schlagen auf dem Platz. Ist das jetzt so die Argumentation? So, der Schlag war zu langweilig, so. Wie so ein Ringrichter. Ist das jetzt die Argumentation dafür? Leck mich fett, Alter. Dass der das Feld verlassen darf nachher. Ist eine Frechheit eigentlich. Oh ja, jetzt Tempo. Silas, geh mit jetzt. Oh, schön aufführig. Hau die Kulle rein. Abschluss jetzt. Du Volldepp, schieß doch, Mann. Immer das Gleiche bei Führich, Mann. Silas, Eckball. Schieß doch, Führich, Mann. Gib mir das auf die Eier, Mann. Man muss nicht alles wunderschön machen und noch viermal auf den Ball schießen und den siebten Mann ausspielen lassen. Schieß doch einfach, Mann. Boah. Ich sag, der macht ein auffälliges Spiel heute. Alles okay, aber trifft falsche, zu späte Entscheidungen. Und 5.731. Kuss. Gerne jeder. Oh, die kommt schön. Sie hat oh, ich wollte schon jubeln. Ich war schon von der Faust beim Jubeln. Das gibt's nicht. Geiler Ball, Girassi, ja, crasht halt rein, wie man reingrätschen kann aus 4 Metern. Und Sippel liegt halt im Weg. Sippel liegt halt, liegt wie auch immer genau da, wo er liegen muss. Das gibt's nicht. Ja, jetzt wollte Thomas von hinten schießen. Ist auch Quatsch. Junge, ich hab schon gejubelt. Jetzt kriegen wir einen Konter. Abseits. Patrick Herrmann. Natürlich macht's er, war ja klar. 3-1, vorbei. So eine dumme Scheiße. Ist halt wie immer komplett dumm, dass du nach 3 Minuten hinten liegst. Komplett dumm. 4 Minuten waren es, glaube ich, komplett dumm. 2-0 auch viel zu einfach gefangen, viel zu einfach gefressen, ist 2-1. Für mich bleibt's dabei, dass das eine rote Karte ist von Ben Sabaini. Ich sehe schon irgendwo, warum manche sagen, vielleicht reicht's nicht ganz für rot, vielleicht kann man da gelb argumentieren. Für mich ist halt das Ding, das ist halt eine Szene, die ist völlig weg von irgendeiner Spielsituation. Ecke nicht ausgeführt, die rangeln da halt ein bisschen Arm an Arm, Hand an Hand, wie es halt so ist. Und dann halt eine aktive Bewegung von dem Arm, egal welcher Teil vom Arm es war, ins Gesicht von Anton. Ja, weiß ich nicht, ob man da überall sagen kann, ja, easy, ist nur gelb, reicht so. Weil es ist halt keine Szene, nichts, was im Spiel passiert, sondern einfach, er wollte Anton loswerden und haut ihm seinen Arm ins Gesicht zu. Und da finde ich es halt irgendwie ein bisschen schwierig zu sagen, ja, das ist gelb, aber es gibt so ein bisschen einen Freifahrtschein für jeden, so eine Nummer einmal im Spiel zu ziehen. So, ich kann jedem mal kurz einmal, also übertrieben gesagt, kann ich als Spieler jedem mal kurz einmal im Spiel eine mitgeben, weil ist ja eh nur gelb, reicht ja nicht für rot. So, war nicht dramatisch genug für rot. So, das verstehe ich nicht ganz. Tomasch, geile Einzelaktion, schönes 2-1. Generell vorhin X Goals gehabt hier, die quasi gleich auffahren oder einen Ticken besser für Gladbach. Hier war schon mehr drin. Hier war vielleicht mit bisschen mehr Glück aus 2-2 eine Riesenchance. Girassi, wo halt einfach Sippel ja, am richtigen Ort liegt, sag ich mal, am richtigen Ort steht, liegt, kniet, wie auch immer. Das war halt knapp. Da hätte halt der Ausgleich fallen können, fallen müssen in der Szene. Das Glück hat man heute nicht, ist nicht gefallen, ist 2-2. Man muss halt sagen, es ist einfach defensiv völlig desolat agieren teilweise, völlig desolat. Und so rennst du halt immer Rückständen hinterher. Manchmal ein Tor, manchmal zwei Tore. Den Konter spare ich mir jetzt eine Minute, ist halt so. Fängst du halt ein 3-1, aber ist halt alles normal. Aber du hast in der zweiten Halbzeit auch einfach nicht genug getan dafür. Die eine Top-Chance für Girassi hattest du. Muss sagen, Gladbach und wir generell, bis auf die 4 Tore, gab es keine riesen Hochkaräter, bis auf das Girassi-Ding, was mir einfällt. Für Gladbach habe ich da gerade keine riesen Chance vor Augen. Außer die Anfangsphase, wo sie ein bisschen drückend waren. Und da war halt nicht genug Druck dahinter, da war nicht genug Offensive, nicht genug, wir wollen dieses 2-2 ums Verrecken am Ende, das hat mir so ein bisschen gefehlt. So war es halt, ja, unglücklich, aber nicht unverdient, dass du hier verlierst und macht halt die Situation noch klarer. Du musst halt gegen Hertha zu Hause gewinnen und dann gucken, wie es in Leverkusen läuft, sind auch nicht gut drauf, aber normalerweise eigentlich eine bessere Mannschaft als wir, gerade auswärts in Leverkusen holen wir meistens nichts, aber Hertha zu Hause wird halt dadurch, durch so ein Spiel wie jetzt halt, wieder komplett Pflicht am Dienstag.